Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. In der letzten Folge haben wir hier unser kleines Getränkehäuschen gebaut. Wie gesagt, was jetzt noch fehlt, das gucke ich mal, ob ich das jetzt so gelöst kriege, indem ich das Dach hier frei beweglich hinmache. Weil ich hätte gerne so sieht das gut aus. Hier den Überstand ein bisschen. Genau so nämlich. So. Ich muss nochmal kopieren. Duplicate. So, und dann auch auf der Seite hier. Schön, dass man da so ein bisschen tricksen kann, indem man halt einfach quasi ein neues Gebäude anfängt. Und man das dann halt optisch so platziert, dass es nicht weiter auffällt, dass es ein neues Gebäude ist. So. Müssen wir noch ein bisschen rein. So. Perfekt. So, dann können wir auch hier die Dachverkantung noch hinmachen. Weil die muss natürlich auch überstehen. Edit. Was waren die hier? Nein, das waren die nicht. Die waren das. Farbe muss natürlich noch angepasst werden. So, einmal. Zweimal. Das gleiche hier. Ach so, fertig. Edit. Auch hier die Dachverkantungen. Auch natürlich in der richtigen Farbe. Können wir einfach hier auswählen. Einmal. Zweimal. So. Doch, das sieht so ganz gut aus. Gefällt mir. So hatte ich mir das vorgestellt, dass wir hier so einen leichten Überstand haben. Was wir allerdings noch machen könnten, wäre, das nicht aus dem Material, sondern aus Holz. Ich muss da, glaube ich, doch, ist doch das Gebäude, genau. Die Art, aber dann anderen Farbton. Sieht das aus? Burgmauer, also ich hätte schon gerne einen anderen. Ne, das sieht nicht aus. Also Holz muss es schon sein. Aber ich hätte eher ganz gern so senkrechtes. So. Die Art, genau. Ne, ohne Giebel ist schon besser. Das ist auch so rum. Ne, dann nehmen wir doch das hier. So, das gefällt mir besser als das Gemauerte und passt eigentlich auch ganz gut, wie ich finde. Wenn man die richtige Höhe verwendet.
So. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Galpi, Energy Hammer, Dekor, Ladendekor. So, was haben wir denn? Galpi Energy, genau. Sollten wir einigermaßen mittig hinkriegen. So, und da haben wir... Das war der Smoothies. Max Elemente, Monsieur Fights, Pitchup Smoothies, genau. Auch hier natürlich einigermaßen mittig. So, wunderbar. Kommen natürlich unsere obligatorischen Fackeln dran. Bisschen doof manchmal, wenn die Gebäude so dicht beieinander sind. Weil das dann so ineinander geht. So. Fenster könnten wir noch machen. Sowas hatten die ja dort auch. Die hatten wir im Einsatz, genau. Hallo. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, Taste F drücken. Sorgt für Zentrierung. Eine Tür wäre auch kein Fehler. So, da kann man natürlich auch so die Mitte wählen und dann drücke ich bei gedrückter F-Taste X und ziehe dann einfach nur runter und habe die Tür in der Mitte. So. Machen wir hier auch noch eine Fackel hin, dass wir hier auch Licht haben. Einmal. So. Und da wird natürlich ein Weg hingemacht. So. So. Da können wir noch irgendwas Schönes draufstellen. Da hätte ich jetzt aber die Idee für einen... Da können wir zum Beispiel so den Blumentopf, gibt's hier doch. Der gefällt mir da eigentlich ganz gut. Glaube ich jedenfalls. Ich muss ihn nur finden. Metallgerüst. Ist das neu? Kenne ich gar nicht. Okay. Es gab letztens ein Update, fällt mir gerade ein. Eine neue Achterbahn. Nämlich genau die hier. Steel Vengeance. Die kommt jetzt demnächst in irgendeinem Park. Von dem wird es auch gesponsert. Ich weiß nur gerade nicht mehr, welcher das war. Müsste ich nachlesen oder vielleicht weiß es auch jemand von euch. Da kannst du natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich suche eigentlich den Blumentopf. Genau den hier. Vergrößern wir einfach mal. So. Oh, ne, das ist nicht gut.
dass sie da durchlaufen. Dann machen wir da noch einen Mülleimer hin. Das passt sowieso ganz gut. Genau. Ups. So. Mülleimer sitzt. Da dürfte jetzt keiner mehr durchlaufen. So, dann würde ich hier natürlich auch noch ganz gerne. Das so ein bisschen machen, dass der hier. Wegextras, ne. Zaun. Den hier habe ich gesucht. So, ich muss nur mal gucken, dass wir den irgendwie so platziert kriegen. Dass es vernünftig aussieht. So. Doch, so ist okay. So kann ich mit leben. Dann braucht man natürlich noch Ladenschilder. Schilder und Werbung. Da müssen wir aber den Filter für wegmachen. Galpi Energy. Das können wir hier hinsetzen. Galpi, genau. Und Chief Beef, nein. Soda. Monsieur Fries. Hotdog. Schildständer können wir mal suchen. Schildständer. So, da haben wir sie doch alle. Pizza Pen, Pitcher Water, Smoothies. Da haben wir sie doch. Machen wir einen so. Und einen so. So, dann sieht man es nämlich auch von beiden Richtungen. Den können wir auch gerade nochmal duplizieren. Drehen und dann da hinstellen. Dann sieht man es nämlich auch, wenn man von der Richtung herkommt. Wunderbar. So, Scenery. Smooth. Was gibt es denn da alles? Smoothie. Pitchup Smoothies. Das Schild könnte man natürlich hier noch platzieren. Oder das dahin. Ne, lassen wir erstmal. So, schauen wir doch mal, was es noch Feines gibt an Natur. Felsen können wir hier natürlich noch unterbringen. Felsen geht immer. So. Und dann können wir hier hinten noch ein bisschen Deko. Zum Beispiel so ein
Die machen sich da ganz gut, finde ich. Der kann noch ein bisschen rüber. So. Und dann haben wir da natürlich... auch so ein bisschen Buschwerk. Deko ist wichtig, Deko ist richtig. Freizeitpark Motto Nummer 1. So, da könnten wir noch eine irgendeine schicke Statue oder sowas reinstellen. Das wäre noch eine echte Möglichkeit. Prinzessin Amelie haben wir ja schon. Wir machen hier mal Filtermärchen. Dass wir nur die Märchensachen kriegen. Oder nochmal so ein... Marktkarren überzeugt mich jetzt nicht so. Gruselige Ranken. Das Gruselig schließt es ja eigentlich schon aus, ne? Da ist ein bisschen schade, dass da so Wasser, weil das geht dann eigentlich nur im Brunnen. Bogenschütze. Nicht wirklich. Aber sowas kann man... nee, den nicht, aber so ein Sockel generell. So ein Sockel generell passt. Muss man nur noch was finden, was man da drauf packen kann. Da gefällt mir, wie gesagt, das mit dem Wasser nicht. Auch Wasser raus. Prinzessin Amelie passt nicht drauf, die ist zu groß. Machen wir so einen Pflanzentopf drauf. Der passt auf jeden Fall. Vielleicht finden wir nochmal irgendwann was Besseres. Ich könnte natürlich mal den Märchenfilter rausmachen, ne? Wäre auch noch eine Option. Vielleicht finden wir ja dann was. Bloß weil es nicht Märchen heißt, heißt es ja nicht, dass man es nicht als Märchenthema einsetzen kann, ne? Das schließt sich ja eigentlich nicht immer zwingend aus. Muss ja nicht alles so in der... genauso eingesetzt werden, wie es mal ursprünglich vielleicht gedacht war. Aber ich glaube fast... da haben wir nicht viel... viel andere Möglichkeiten. Holzzaun, okay. The Monsters, Auspuff. Da kann man sich jetzt auch einen The Monsters Motor Auto zusammenbasteln. Kit geht ebenfalls. Aber, ja. Passt jetzt nicht wirklich dahin. Gut, lassen wir es erstmal so. Oh doch, das geht mit den Blumen, aber...
Doch, gefällt mir ganz gut, der Schlosspark. Ist ganz nett geworden, finde ich. Ich hoffe mal, ihr seht das genauso. Und dann würde ich... wobei, da drin müssen wir noch kurz ein bisschen was machen. Hier haben wir ja noch gar nichts. Oh, das geht natürlich schon mal zweimal nicht. Da müssen wir natürlich noch die Mauer reinziehen. Gebäudeset Castle. Hallo? Würdest du bitte einfach die Mauer richtig setzen? Man sollte immer meinen, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, aber... Spiel belehrt einen oftmals einfach doch des Besseren. Dass es doch schwer sein kann. Würde die jetzt gerne so passt. Gar nicht immer so einfach. Wenn das Spiel nicht so will, wie man es gerne hätte. So. Wanddekor. So, die Hammer. Dann machen wir doch einfach noch irgendwie was Flaggenmäßiges da rein. Da haben wir ja... ordentlich Platz. Genau. Perfekt. Den können wir noch ein bisschen darüber schieben. So. Und auf der Seite. Ja, das passt aber so. Flaggen, Schilder, diverse Schilder, Laden, fällt das unter Wanddekor? Ich suche hier gerade die Reliefs und so. Da sind sie doch. Da machen wir zwei so große Schilder hin. Mit oder ohne Schwert dahinter?
Machen wir es mal mit. So, darüber. Na. So, die hätten wir auch. Dann noch ein bisschen Scenery, Märchen. Was wir hier hinpacken können. Da wäre zum Beispiel so ein Fassmarktkarren ganz nett. Käsekarren. Und dazwischen können wir so Blumenkästen noch hinmachen. So, was haben wir hier noch? Was könnten wir da noch Schickes hinmachen? Wohnwagen nicht wirklich. Dann machen wir vielleicht einen so einen Blumenkarren. Und so ein bisschen Tongut. So, das hätten wir auch. So, dann würde ich sagen, ist das Schloss in dem Sinne erst einmal fertig. Den Teil müssen wir dann nächstes Mal noch machen. Die Brücke natürlich noch vernünftig bauen, dann den hier noch vernünftig machen. Da fehlen natürlich auch noch die Fenster. Ja, und dann würde ich sagen, dann wäre das Schloss ganz fertig. Also in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir dann an das kleine Nebengebäude gehen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.